Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play nach Assassin's Creed Revelations bzw. Need for Speed. Starte ich jetzt ein neues Projekt und zwar Skyrim. Ja, ist ein komplettes Brandprojekt und das ist das erste Projekt, das ich mit meinem neuen Headset aufnehme. Ich habe mir heute erst gekauft, ja, bei Steam. Blablabla, wenn ihr mich Steam werden wollt, alles steht in meiner Kanalbeschreibung. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal eine neue Kampagne bzw. ein neues Spiel. Ich habe es kurz mal auf der PS3 bei einem Freund gespielt, aber ja, ich durfte nur einmal kämpfen. Egal. Wir starten jetzt eine neue Kampagne von Skyrim. Und wir sind Stufe 1. Fuck, sind wir gut. Ja, das. Ja, na gut. Ich hätte gesagt, erste Part mit meinem neuen Headset. Ich hoffe, es rauscht nicht so sehr und man hört nicht lauter. Wenn nicht, dann habt ihr Pech. Hallo. Skyrim. Ich hab den Anfang schon gesehen, und zwar bei einem anderen, das wäre nämlich Toby Games bzw. Toby Turner bzw. Tobaskis, ein englischer Let's Player. Kennen vielleicht viele von euch. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Nein. Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten, genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Den Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Erstmal. So, erstmal Einstellungen. Anzeige. Runter. Ja. Okay, alles klar. Gameplay. Adept. Experte, Meister. Ja, Adept ist gut. Ich spreche an dem Menü. Jetzt muss ich schon Vibration, genau. Ja. Speichert. Hätten Sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da. Ihr und ich. Ja. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln. Wer ist denn ihr Schwester? Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht? Hm? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstadt. Ich komme aus Rorikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Mara, Dibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Wo? Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgin. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbären mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Hallo. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss.
Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Hallo. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. Ja, ich. Wer seid ihr? Ich bin Nord. Nein. Ork. Nö. Irgendwas mit Rot. Nein. Waldelf. Ja, sieht schon wie ein Baum aus. Ork, nein. Nord. Ist ja ein normaler Mensch. Ja, wie sieht. Nein. Kaiserlich hier. Nö. Hochelf. Dunkelelf. Bretone. Ja, Argonie. Ich würde sagen, wir nehmen Nord. Ja. Ist am besten, finde ich. Enter oder R. Ja. Charakter, mein Name, mein Namen. Renegadnarek. Oh, oder Drohn. Nein, was nehmen wir denn für Namen? Wir nehmen einfach Renegadnarek. Oder? Stimmt das? Ja. Nein. Oder? Nein. Warte. Nein. Falsch. So. Das ist unser Heldenname. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Aha. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Mein Block. Ihr befehlt, Hauptmann. Ein Stück. Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Wie schön. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Hauptmann? Hallo. Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Handfesselnde Argumente. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Hey. Könnt ihr das aufsagen? Oh, er ist tot. Da kann man nichts machen. Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln!
Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Zerlumpter Nord, ihr seid dran. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weiter. Ja, mein Stift. Mein Hör. Mein Block. Hallo. Kann ich mich jetzt irgendwie hinknien? Kopf. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten. Was habt ihr gesehen? Nicht, nein, nein, tu's nicht. Oh, danke schön. Göttern, ein Drache. Wie ist das möglich?